Wir sehen und hören Neubaustreckengegner bei der Arbeit bzw. beim Sonntagsvergnügen. Am 18. Juni 2023 lud die Bürgerinitiative Trassenalarm zu einer Demonstration auf dem Aldi-Parkplatz in Seevetal-Meckelfeld ein, in deren Rahmen unter anderem die Bürgerbeteiligung symbolisch zu Grabe getragen wurde. Tja, ihr Lieben, nach mehr als einem halben Jahr erwartet ihr von mir einen Zwischenstand zur Neu- und Ausbaudiskussion im Korridor Hamburg-Hannover. Und ich weiß nicht, wie und wo ich anfangen soll. Einerseits fehlt es an durchschlagenden Neuigkeiten, weil nach wie vor keine Vorzugsvariante offiziell bekannt ist. Während die Spatzen von den Dächern pfeifen, dass eine Neubaustrecke entlang der A7 und der B3 den übrigen betrachteten Alternativen in fast allen Belangen überlegen ist. Andererseits wäre aus dem Beiklang zur laufenden Diskussion so viel Irrsinniges zu berichten, dass ich locker ein zweistündiges Video raushauen könnte. Ich beschränke mich also auf jene Aspekte, die mir besonders absurd erscheinen. Absurd ist das Stichwort. Viele von euch lechzen ja regelrecht danach, dass ich mein Abi-Zeugnis vor der Kamera anzünde. Das ist bislang nicht erforderlich, weil an meiner alten Schule in Hittfeld noch zu keiner Anti-Neubau-Demo aufgerufen wurde und ich die Lage so einschätze, dass es auch nicht dazu kommen wird. Dennoch muss ich in letzter Zeit gefährlich oft an diese Anstalt zur geistigen Ertüchtigung denken. Zum einen erinnert mich das Geschehen rund um Alpha E an ein Thema in meinem Französisch-Leistungskurs. Le théâtre de l'absurde, das absurde Theater. Wer hat nicht schon von Samuel Becketts Warten auf Godot gehört? Aus all den Aussagen, die in der Alpha-Auseinandersetzung getätigt wurden und werden, könnte man problemlos ein Bühnenstück basteln, das nahtlos an derartige Klassiker anschließt. Zum anderen hat die Absurdität in Seevetal Tradition. Denn zu meiner Zeit lief dort eine Projektwoche unter dem Motto Schule als Staat. Und eben dieser Schulstart am Gymnasium Hittfeld hieß Absurdistan. Ich leitete dabei übrigens einen Fernsehsender, der bezeichnenderweise niemals sendete. Aber das nur am Rande. Kümmern wir uns zunächst um die Trassenalarm-Demo in Meckelfeld, auf der mich keine geringere als Emily Wede ansprach. Ich gab mich erfreut und meinte, dass wir im Anschluss an die Veranstaltung mal schön schnacken könnten. Danach stand Seevetals Gemeindebürgermeisterin allerdings gar nicht der Sinn, denn sie hielt einen solchen Schnack für sinnlos. Auf meine Nachfrage, warum sie das so sehe, erwiderte sie, ich hätte eine festgefahrene Meinung. Ja, liebe Frau Wede, meine Meinung zu diesem und abgesehen davon auch anderen Themen basiert auf Fakten. Und solange keine neuen Erkenntnisse auftauchen, werde ich sie natürlich nicht ändern. Auf jener Demo kamen politische Großkaliber wie Niedersachsens Ex-Verkehrsminister Bernd Althusmann, die Tosteter Landtagsabgeordnete Nadja Weipert und der Winsener Landrat Rainer Rempe zu Wort. Natürlich war auch Trassenalarm-Oberguru Stefan Mund anwesend und merkte an, dass mit Gustav Richard ein Prominenter zugegen sei. Hört mal rein. Und ich weiß, dass wir hier heute einen prominenten Gast haben, der uns immer gerne im Internet auseinandernimmt. Herr Gustav Richard ist heute hier. Und auch Herr Gustav Richard möchte ich sagen, die Neubaustraße wird eben nicht entlang der A7 laufen. Keine Pfiffe, keine Buhrufe, keine in meine Richtung fliegenden Eier und Tomaten. Denn das gemeine BI-Mitglied kennt diesen ominösen Gustav Richard überhaupt nicht, weil es sich einseitig auf der Trassenalarm-Homepage informiert, nicht aber umfassend in der Endlosigkeit des World Wide Web. Natürlich hätte Stefan Mund das Gespräch mit dem aufmüpfigen YouTuber suchen können, was er aber zu unterlassen wusste. Gustav konnte sich am Ende der Kundgebung also unbehelligt nach Hamburg absetzen und dort Material für seinen geplanten Film über die SV-Signale sammeln. Es ist übrigens keineswegs so, dass ich in den vergangenen Monaten nicht mit Neubaugegnern parliert hätte. Da waren durchaus interessante Gespräche bei. Es ist eben ein Unterschied, ob man Aug in Aug diskutiert oder seine Fäden in der Anonymität des Internets ausficht.
In diesem Zusammenhang wäre das Auftreten des Niedersachsen-Ablegers der Ökologisch-Demokratischen Partei ÖDP zu beleuchten. Jene Partei, die bei der Landtagswahl im Oktober 2022 sage und schreibe 526 Stimmen für sich verbuchen konnte und damit auf einen Anteil von 0,146 Promille kam, macht sich in beschämender Weise zum Steigbügelhalter der Neubaugegner. So behauptet die ÖDP Niedersachsen steif und fest, Alpha E beinhalte auch, Zitat, die Reaktivierung stillgelegter Schiene. Kann aber seit Monaten kein Beispiel für zu reaktivierende Schiene nennen. An Diskussionen ist die ÖDP nicht interessiert, denn anstatt Fragen zu beantworten, lässt sie kritische Anmerkungen gerne mal verschwinden. Wenig überzeugend für eine Partei, die die Demokratie im Namen trägt. Vielleicht liegt es daran, dass die Vorsitzende des ÖDP-Kreisverbands Nordheide Eva Maria Castell heißt. Und weil das nicht gerade ein Allerweltsname ist, darf man davon ausgehen, dass es sich dabei um die Eva Maria Castell handelt, die als stellvertretende Vorsitzende des Bürgerbündnis Nordheide gegen Eisenbahnneubautrassen auftritt. Letztendlich ist es aber egal, aus welcher Partei irgendwelche Äußerungen kommen und ob das auf Bundes-, Landes- oder Kommunalebene geschieht. Besonders der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil und der ebenfalls rote niedersächsische Verkehrsminister Olaf Lies sind diesbezüglich ganz weit vorne dabei. Beide klammern sich schon beinahe verzweifelt an das angeblich 2015 im Dialogforum Schiene Nord beschlossene Alpha E und fordern vehement dessen Realisierung. Auch an dieser Stelle, zum wiederholten Male, exklusiv für die Herren Klingbeil und Lies, das vom in keiner Weise demokratisch legitimierten Dialogforum empfohlene Alpha E ist bekanntermaßen nicht in den 2016 vorgestellten Bundesverkehrswegeplan eingeflossen und erscheint lediglich unter Projekte, die nicht Bestandteil des BVWP 2030 sind. Geradezu weltfremd ist daher auch der Vorstoß von Olaf Lies, die für 2026 geplante und in meinen Augen völlig überschätzte Generalsanierung der Strecke Hamburg-Hannover um 3 Jahre zu verschieben, um Planungszeit zu gewinnen und im Rahmen der mehrmonatigen Totalsperrung wichtige Bausteine des Alpha E umzusetzen. Anschließend könne man dann schauen, ob überhaupt noch weitere Maßnahmen erforderlich seien. Glaubt dieser Olaf Lies tatsächlich, was er da erzählt? Oder will er seine potenziellen Wähler für dumm verkaufen? Als Verkehrsminister sollte er wissen, dass man die Kapazität einer Infrastruktur berechnet und nicht im rauen Alltagsbetrieb ermittelt oder gar demokratisch festlegt. Die Nennleistung der Strecke Hamburg-Hannover nach einer wie auch immer gearteten Generalsanierung kann ich anhand der dann voraussichtlich von den Infrastruktur und des vorgesehenen Betriebsprogramms problemlos heute bestimmen. Da muss niemand bis 2029 warten, um zu gucken, ob es mit ein paar neuen Weichen und Signalen besser läuft. Aus meiner Lieblingsgemeinde Bispingen sind derweil markerschütternde Hilfeschreie zu vernehmen. Eine Variante der Neubaustrecke sieht nämlich vor, sie mitten durch das autobahnnahe Gewerbegebiet Horstfeld zu schlagen, in dem unter anderem Etablissements wie der Snowdome oder Ralf Schumachers Car-Center zu finden sind. Bispingens Ortsvorsteher und Sprecher der BI Unsinn, Stefan Müller, mahnt, dass Existenzen gefährdet seien. Nicht nur jene der Snowdome- und Carcenter-Betreiber, sondern in der gesamten Tourismuswirtschaft der Lüneburger Heide. Denn wer wolle schon in einer von der Bahnstrecke zerstörten Landschaft Urlaub machen? Dass die Bispinger Freizeitattraktionen eine ganz miese Umweltbilanz haben, weil sie einen hohen Energiebedarf aufweisen und lediglich mit dem motorisierten Individualverkehr erreichbar sind, verschweigt der Herr Müller lieber. Man könnte fast glauben, dass er, so wie seine Kumpels Klingbeil und Lies, eine Wohngemeinschaft im verrückten Haus hatten und anwesend waren, als sich das Ding auf den Kopf drehte. Das würde einiges erklären. Vermutlich war zu diesem Zeitpunkt auch der Bispinger Rallye-Veranstalter Hans-Jörg Schekan zu Besuch, der unter 5 verschiedenen Identitäten auf der Facebook-Präsenz der Hamburger Fridays for Future-Gruppe wütete. Danke, dass ihr endlich gegen die Bürger und für die Bahn antretet. Weiter so. Scheiß auf Naturschutz. Wir wolle endlich schneller billig fahren. Tötet den Naturschutz, helft der Bahn.
Adolf Hitler und die Nazis bringt er auch noch ins Spiel. Und spätestens jetzt sorgt sich der Leser ernsthaft um den Geisteszustand Hans-Jörg Schäkerns. Die Fridays for Future-Aktion habe ich in einem separaten Film gewürdigt. Ebenso das im Rahmen der Lüneburger Demonstration vom Naturfreund Eckhard Niemann verteilte, weitgehend faktenfreie Flugblatt. Nicht erwähnt hatte ich in besagtem Video, dass ich ein eher fruchtloses Gespräch mit diesem Herrn hatte. Ich sprach ihn zu Beginn der Demo an und als er merkte, dass ich seine Ansichten keineswegs teile, hatte er es plötzlich sehr eilig und meinte, ich solle ihn später anrufen. Seine Eile war natürlich ein Vorwand, denn während die Demonstrierenden vom Kurpark durch die Innenstadt zum Rathaus zogen, gedachte Herr Niemann, mit dem Auto dorthin zu gelangen. Er hatte also mehr als ausreichend Zeit. Eine Diskussion erübrigte sich allerdings ohnehin, weil er sofort von bahnabhängigen Experten und Gefälligkeitsgutachten schwadronierte und auf Basis von Verschwörungstheorien jeder Kubikmillimeter Atemluft verschenkt ist. Dementsprechend interessiert es die Neubaugegner natürlich nicht, dass im Frühjahr ein Variantenvergleich auftauchte oder neudeutsch geleakt wurde, der den Bestandsausbau, den bestandsnahen Ausbau und zwei bestandsferne Neubaustreckenversionen gegenüberstellte. Das ist denn auch die Nachricht der letzten Monate zu diesem Thema und zeigt deutlich, wohin der Weg gehen muss, wenngleich die offizielle Bestätigung der Daten durch Bund und Bahn aussteht. Während der Neubau entlang von A7 und B3 im blauen Kasten beinahe ausschließlich grüne und damit Bestwerte aufweist, schneidet der viergleisige Bestandsstreckenausbau, der nicht der Empfehlung des Dialogforums entspricht, die ja bloß ein drittes Gleis zwischen Lüneburg und Uelzen vorsah, katastrophal ab. Die betrieblichen und wirtschaftlichen Zahlen sind seit Jahren weitgehend bekannt und die um ein Vielfaches höheren Anwohnerbetroffenheiten beim Bestandsausbau erscheinen angesichts des Streckenverlaufs durch Dörfer und Städte logisch. Dass die Neubauvarianten jedoch auch in Bezug auf den Naturschutz erheblich besser abschneiden, war bisher in dieser Deutlichkeit nirgends zu lesen und sollte helfen, die Erzähler der Schauermärchen von zerstörten Landschaften zum Verstummen zu bringen. Wie gesagt, das ist noch nichts Offizielles, aber es ist die einzige mit Stand Anfang September 2023 greifbare Grundlage, die die wichtigsten Aspekte der Aus- und Neubaudiskussion übersichtlich zusammenfasst. Alpha-Freunde können diese Daten ignorieren, falls sie ihnen nicht gefallen. Sie sollten sich aber mental auf den Moment vorbereiten, in dem die Zahlen höchst offiziell verkündet werden. Dann bleibt ihnen nur die Niemann-Taktik. Einfach ohne belastbare Quellen das Gegenteil behaupten und sagen, die Ersteller der Tabelle wären von Bund und Bahn gekauft. Auch ich weiß, passend dazu eine Verschwörungstheorie zu verbreiten. Im Frühjahr erschien im Hamburger Abendblatt eine 10-teilige Serie über Menschen, die negativ durch die Neubaustrecke betroffen seien. Ich kontaktierte die verantwortliche Redakteurin Hanna Kastendiek, welche mir versicherte, dass nach Abschluss der Reihe selbstverständlich auch Anwohner der Bestandsstrecke und sonstige Neubaubefürworter zum Zuge kämen. Das passierte nicht, wie überhaupt keine Artikel aus der Kastendiekschen Feder mehr zu lesen waren. Im Sommer tauchte die Dame dann in einer ganz neuen Funktion auf, als Co-Leiterin des Hittfelder Veranstaltungszentrums Burg Sävetal, das Schauplatz des einen oder anderen auf diesem Kanal behandelten Alpha-Events war. Vielleicht war die alpha-freundliche Berichterstattung des nunmehrigen Burgfräuleins ja ein Entscheidungskriterium bei der Personalauswahl. Ich will keine Gerüchte streuen, aber es würde perfekt mit diesem ganzen Irrsinn harmonieren. Es gäbe noch einiges zu berichten, beispielsweise über das gerne vorgebrachte Argument pro Alpha, es sei Bürgerbetrug und Sorge für Politikverdrossenheit, wenn Volksvertreter sich nicht an getroffene Absprachen wie das Ergebnis des Dialogforums hielten. Meines Erachtens fördert es eher die Politikverdrossenheit, wenn besagte Volksvertreter vom SPD-Bundeskurvorsitzenden bis runter zum Dorfbürgermeister wirtschaftliche, physikalische und ökologische Aspekte verdrehen oder ignorieren und entgegen jeder fachlichen Begründung krampfhaft an nachgewiesenermaßen untauglichen Lösungen festhalten.
Oder nehmen wir die häufig aus den betroffenen Landkreisen vorgebrachte Behauptung, die denkbare Nutzung der Neubaustrecke für den Regionalverkehr sei lediglich ein Trick der Bundesbahn, um den Widerstand aus der Bevölkerung zu verringern. Logisch, dass die Miesmacher aus der Heide keinen Anschauungsunterricht in Allersberg oder Merklingen nehmen. Sie müssen zugeben, dass das durchaus funktioniert und auch eine Option für Bispingen, Soltau oder Bergen wäre. Wer wirklich ein Interesse an Verbesserungen im Schienenverkehr hat, würde eine solch einmalige Chance für seine Region niemals ungenutzt verstreichen lassen und für einen Regionalbahnhof kämpfen. Mit ihren Äußerungen entlarven sich die kategorischen Neinsager selbst und beweisen, dass es ihnen allein ums Verhindern geht. Ihr seht, es gibt wirklich und wahrhaftig nur wenige neue Erkenntnisse zu dieser Problematik. Aber die Liste der Faktenleugner und Realitätsverweigerer wird länger und länger. Und daher habe ich keine Lust mehr, all die unwahren Behauptungen schönfärberisch als individuelle Wahrheiten zu betiteln. Machen wir uns nichts vor, es sind Lügen. Und jemanden, der lügt, nennt man Lügner. Und von denen sind in diesem Spiel verdammt viele auf dem Feld. Le Théâtre de l'Absurde. Das absurde Theater geht weiter. Es wird auch weitergehen, wenn Bund und Bahn knallharte Zahlen auf den Tisch legen. Aber das ist mir mittlerweile ziemlich egal. Verbesserungen im Korridor Hamburg-Hannover werde ich in meinem noch rund 20 Jahre währenden Berufsleben so oder so nicht mehr erfahren. Und die überzeugten Neubaugegner lassen sich mit Argumenten ohnehin nicht umstimmen. Aber wisst ihr was? Mir macht es trotz des ganzen Irrsinns Spaß, den Chronisten zu spielen und all diesen Wahnwitz für euch und die Nachwelt zu dokumentieren. Ich bleibe also am Ball und berichte weiterhin aus Absurdistan. Noch hängt sie, die Fahne von Absurdistan, aber die letzten Minuten sind gekommen. Wir haben die ganze Woche auf diesen Moment gewartet. Dass dieses, ich habe euch nicht drauf, keine Angst, ich habe nur die Fahne. Dass dieses Trauerspiel endlich ein Ende hat, es wurde Zeit. Es sind auch nicht mehr allzu viele Leute anwesend, wenn ich mal gucke, ich schätze mal so noch 100, also in etwa 1,5. Sehr enttäuschend.